Auf welche der folgenden Ziffern kann eine Quadratzahl nicht enden? 1, 4, 5, 6 oder 8? Wir können schnell diese Tabelle erstellen. Hier haben wir die 10 arabischen Ziffern. Ihre Quadrate betragen jeweils diese Zahlen. Und wir stellen somit fest, dass alle Quadratzahlen enden auf 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4 oder 1. Das sind also die möglichen Ziffern. Und die Ziffer, die in dieser Serie nicht vorkommt, das ist die 8. Es gibt also keine Quadratzahl mit einer Ziffer 8. Und somit ist E die richtige Antwort. Im nächsten Tutorial beantworten wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade.